Ich habe heute für euch ein paar Einrichtung-Design-Ideen, wie man quasi zu Hause von Tokaboka gratis einrichtet. Hey Leute, was geht? Katja hier bei Spielmaps und Games. Und Leute, ich bin heute in Tokaboka, aber in einer gratis Tokaboka-Version. Und zwar, wir spielen heute Tokaboka, macht ja Sinn. Aber ich habe heute für euch ein paar wunderschöne Lifehacks, die gratis sind. Also kostenlose Sachen, die man in Tokaboka so bauen kann. Und zwar wirklich nur bauen. Ich habe heute für euch ein paar Einrichtung-Design-Ideen, wie man quasi zu Hause von Tokaboka gratis einrichtet, wenn ihr zum Beispiel gar keine Packs oder so gekauft habt. Also man kann tatsächlich sehr vieles damit machen und ehrlich gesagt, das werde ich euch heute auch mal sehr gerne zeigen. Und zwar, wir fangen damit an, ein paar Sachen zu sammeln. Also ich habe schon ein paar Sachen gesammelt, also auch von der Post. Aber wir können ja noch mehr Sachen sammeln, weil es gibt immer noch mehr Sachen in Tokaboka, die man gerne so sammeln kann und die auch gerne gratis sind, ne? Gratis sind. Leute, hier, ich glaube, ihr merkt das gerade schon. Es sind sehr viele Charaktere, die irgendwie voll mit irgendwelchen Sachen schon sind. Ja, ich habe da auf jeden Fall was mitgenommen. Was ich richtig krass und richtig toll finde, sind diese wundervolle Sachen. Also wow. Diese kleinen Tellerchen. Wir nehmen die auf jeden Fall mit. Alle drei. Und zwar, wir können auch alles Mögliche mitnehmen. Alles, was wir denken, könnte ganz, ganz, ganz toll aussehen. Zum Beispiel auch diese Taschen, die liebe ich auch über alles. Okay, hallo, ich möchte aber wirklich die Tasche auch mal haben, ne? Dankeschön. So, oder vielleicht auch ein paar Blumen oder noch was auch immer, wie wir hier überall irgendwie haben können in Tokaboka. Wirklich alles mitnehmen, weil es mega, mega alles praktisch ist und mega, mega schön. So, wir nehmen jetzt unsere Charaktere und jetzt gehen wir auch weiterhin zum Beispiel dem Supermarkt. Weil im Supermarkt gibt es auch sehr viele tolle Sachen, die wir auch mitnehmen können. Und ich würde mal sagen, wir machen das relativ schnell. Wir nehmen jetzt einfach nur alles, was wir sehen. Nicht alles, was wir sehen, aber auf jeden Fall alles, was ich denke, könnte eigentlich schön sein und schön aussehen. Und wir nehmen es mit und ich zeige euch später, was genau ich heute mitgenommen habe und wie genau ich die Sachen umsetze. Leute, ich habe jetzt ein paar natürlich Sachen mitgenommen und ich zeige euch, wie genau und was genau ich eigentlich vorhabe. Und oh mein Gott, ich freue mich schon drauf, weil es wird extrem cool aussehen. Und zwar, ich habe ja halt immer so die Küche halt hier gemacht, Leute, ne? Also hier war dann ungefähr immer die Küche. Die Küche war immer hier in diesem Raum. Aber ich dachte mir so, was ist, wenn wir so die Küche ein bisschen kleiner machen? Also nicht ein bisschen, sondern viel kleiner. Aber dafür sieht die so, so, so viel besser aus. Und natürlich halt dadurch, dass wir, also die meisten Sachen, die wir in Tokaboka haben, die meisten Gratis-Sachen, sind tatsächlich so Richtung braun. Die machen halt einfach nur alles braun. Natürlich ein bisschen schönes Braun. Ich finde, das ist eigentlich was sehr, sehr Cooles. Können wir gerne auf jeden Fall das nehmen. Finde ich ganz nice. Und Leute, wirklich, die Küche kann auch sehr gerne klein sein, weil wir machen quasi so eine kleine Kücheninsel. Und zwar, wir bräuchten dafür auch einen Tisch. Also einen einzelnen Tisch, was wir in Tokaboka haben. Aber wir haben einen Tisch, ne? Wenn haben oder nicht haben. Ja, Leute, den Tisch stelle ich jetzt einfach nur mal hier hin oder so. Am besten halt so, dass wir noch irgendwie so Platz für die unsere Kücheninsel quasi haben können. Ich glaube, das sieht eigentlich ganz, ganz, ganz nice aus. Natürlich ist es jetzt ein bisschen zu viel. Ne, okay, warte mal. Ich glaube, ich sollte es auch ein bisschen so hinter hier, also hier hinstellen, damit wir ein bisschen noch Platz haben. So, das sieht doch eigentlich ganz nice aus. Und wisst ihr, was noch nicer aussieht? Natürlich ein paar Stühle, die wir auch hier noch hinstellen können quasi, weil es ja quasi eine Kücheninsel ist. So, und also wirklich, Leute, ich weiß, wir haben nicht so viel. Wir haben nicht so viel, was wir hier eigentlich alles hinstellen können. Aber wir können es doch trotzdem schön machen. Und zwar auch vielleicht den Boden machen. Können wir auch gerne vielleicht so dunkel machen. Weil ich glaube, hier gibt es auf jeden Fall nichts Dunkles. Oder wir können es auch so lassen. Oder? Oder was meint ihr? Ich glaube, ich mache es doch ein bisschen so Richtung Grau. Finde ich doch eigentlich ganz nice. Und wir haben hier viele tolle Sachen, die wir irgendwie auf jeden Fall auch benutzen können. Hey, bin ich blöd? Ja, ich wollte eigentlich nur diese Sachen benutzen. Also hier quasi einfach nur kommen so ein bisschen Regale, wo wir irgendwas hinstellen können. Also eigentlich egal was. Aber wir können auf jeden Fall da was hinstellen. Und ich finde, der sieht so mega, mega nice aus, wenn wir das machen. Natürlich können wir so eine krasse Installation also mitmachen. Also Leute, wisst ihr, was ich meine? Wir können jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach nur dieses Bild. Wir können dieses Bild hier draufstellen, damit es richtig schön aussieht. Natürlich
machen so, einfach so ein schönes Bild drauf. Warum auch nicht? Ein paar, keine Ahnung, ein paar Sachen noch drauf. Keine Ahnung, ey, warum? Ich weiß nicht, warum das sich so gerade hingestellt hat. Aber ist doch okay, Leute. Auf jeden Fall ein paar Kisten, die wir auch in Dokaboka haben, finde ich extrem cool. Könnte es extrem cool aussehen. Wir nehmen jetzt noch eine Kiste sehr gerne. Und können die auch mal wieder hier hinstellen. Ja, Leute. Also, es kann auf jeden Fall mega nice sein, wenn wir es auch mega nice zusammenpacken, finde ich. Am besten, was jetzt noch richtig gut reinpasst, wie gesagt, natürlich ein paar, vielleicht so Baguettes mit rein oder was auch immer. Was auch immer ihr denkt, passt sehr gut rein mit in diese, hierhin, in diese, unsere Abteilungen, unsere Kisten. Am besten halt wirklich gucken, was am besten funktioniert. Ich würde so sagen, ein paar Gürkchen auch mit rein. Sieht eigentlich auch immer sehr angenehm aus. Und ich habe dann natürlich auch noch diese kleinen Sachen mitgenommen. Und ich finde, die würden eigentlich auch, ja, entweder da rein. Aber Tokaboka, das wollte ich nicht unbedingt so machen. Warte mal. Ich wollte die auf jeden Fall mal hierhin hinstellen. Und natürlich, ich meine, eine Küche braucht auf jeden Fall, glaube ich, einen Kühlschrank. Also, nicht auf jeden Fall, aber vielleicht, es wäre richtig toll, wenn da noch Kühlschrank stehen würde. Natürlich brauchen wir nicht alles komplett alles, aber ich finde, das sieht eigentlich ganz nice aus. Dafür, was es ist, ich finde, das ist eine schöne Küchenteile, ein bisschen so richtig schön hier alles zusammengequetscht, aber doch eigentlich ganz süß, Leute. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch auch noch ein paar andere Lifehacks, die ich auch nur so gefunden habe. Ich frage mich die ganze Zeit, wie es hier eigentlich mit einer Dusche aussehen würde, weil ich meine, irgendwie in Tokaboka habe ich immer die Dusche irgendwo ganz hier in einer kleinen Ecke gemacht. Was wäre es, wenn so ein Badezimmer einfach hier wäre? Also, wie würde es denn sonst aussehen? Was meint ihr, Leute? Also, ich habe extrem Bock, das mal auszumessen. Nicht auszumessen, sondern einfach nur zu sehen, wie das ungefähr so aussehen wird. Weil dann habe ich auf jeden Fall sehr viel Platz, um was Tolles zu machen. Und ich hoffe, dass es auch relativ toll aussehen wird. Deswegen, Leute, ich würde mal sagen, wir machen einfach nur ganz schnell ein wundervolles Badezimmer. Und dann wird es auch richtig schön aussehen. So, und zwar packe ich hier noch meine Schüssel. Das ist mein Lieblingstrick, was Gratis Badezimmer, ist es richtig perfekt, sowas zu machen. Natürlich ein bisschen Pflanzen und so, weil ich meine, warum auch nicht, ne? Also muss man doch ab und zu mal haben. So, Leute, also ich finde, dass dieses Badezimmer sieht auf jeden Fall extrem... Ich habe sehr viel Platz damit, sagen wir mal so. Ich habe sehr viel Platz damit erschaffen. Auf jeden Fall ist es viel mehr Platz als in der Küche. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz interessant aus. Also irgendwas, was anderes ist es schon. Deswegen, Leute, ihr könnt das gerne mal nachschauen, nachgucken, wie genau ihr das mal haben möchtet. Aber ich finde, als ein Badezimmer sieht es eigentlich ganz toll aus und richtig, richtig ästhetisch dafür, was es ist. Sagen wir nicht dafür, dass es ist, sondern ich meine dafür, dass es gratis ist, Leute. Sieht es schon schön ästhetisch aus. Oh mein Gott, ich habe noch eine Maske. Ich wusste das nicht. Dann kann ich hier noch... Tada! Wir haben hier einfach drei Masken gehabt, Leute. Mega, mega nice. Und ich würde mal sagen, wir gehen zu dem nächsten Raum. Der nächste Raum würde tatsächlich bei mir so um die... Ja, keine Ahnung, so links hauen. Wie heißt es nochmal? Ein Wohnzimmer. Und da haben wir auch neue Sachen bekommen. Zum Beispiel dieses wundervolle Ding. Das finde ich, sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus und sehr, sehr ästhetisch. Wir können auf jeden Fall sehr vieles damit achieven und sehr vieles damit machen. Aber natürlich ist es ein bisschen, müssen wir auf jeden Fall gucken, was wir damit machen können. Ich finde tatsächlich richtig, sagen wir mal so,
diese Sessel sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool aus. Ist auf jeden Fall sehr niedrig. Und deswegen, ich weiß jetzt nicht genau, ob wir da damit was richtig ganz, ganz, ganz Cooles machen können. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Wir versuchen es auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es auch so gut reinpassen kann. Oder halt reinpassen wird. Wird es hundertprozentig, Leute. Auf jeden Fall schauen wir mal, was wir damit machen können. Ja, Leute, und so sieht auch mein Wohnzimmer aus tatsächlich. Ich finde, das ist mega nice geworden. Es ist richtig vollgepackt und ehrlich gesagt, diese Sessel, ich dachte mir so, mit dem Sessel vielleicht könnte es richtig komisch aussehen, weil warum steht es da, warum sieht es so komplett anders aus, aber irgendwie passt es auf jeden Fall hier rein. Und schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wenn ihr vielleicht das doch anders machen würdet. Ich habe auf jeden Fall hier irgendwo noch neue Spielzeuge auch so rumgepackt, weil das Ding ist, wir haben hier einen Hund. Also sagen wir mal so, das ist jetzt ein Haus von einer, zum Beispiel einer oder einem, keine Ahnung, einer Familie, die gerne einen Hund hat. Und sagen wir mal so, auch so richtig, das Wohnzimmer finde ich auch richtig vollgepackt und finde ich auch eigentlich am schönsten von allem, was ich eigentlich hier gemacht habe, ehrlich gesagt. Einfach nur, weil es halt irgendwie so, es hat einen Living Space. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier wirklich jemand wohnt und dass es richtig, richtig toll aussieht, weil zum Beispiel hier ist es richtig, Badezimmer ist schon zu clean, sagen wir mal so. Also ich persönlich finde es zu clean. Also wahrscheinlich würde ich auch vielleicht noch irgendwas anderes hinstellen wollen. Aber ihr könnt ja, vielleicht gefällt es euch so. Deswegen, wenn es so ist, dann ist es ja wundervoll. Und die Küche ist auf jeden Fall sehr klein, aber doch richtig putzig und richtig niedlich. Ich finde, es ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, glaube ich, in der Küche auch was zu kochen oder so. Oder allgemein einfach nur zu sein, einfach nur zu chillen. Natürlich ist es auch sehr, wie gesagt, sehr klein und sehr winzig alles. Aber wie gesagt, ich mag es auf jeden Fall. Es sieht mega, mega toll aus. Und die Wohnung, ja natürlich, jetzt habe ich hier diese Räume nicht gemacht, aber hier kann man natürlich immer noch ein Schlafzimmer machen. Aber ich wollte ja euch so ungefähr um den Dreh so die Ideen, andere Ideen reinbringen, wie man quasi das Gratishaus gestalten kann. Und das sind meine Ideen, Leute. Deswegen würde ich mal sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr richtig Bock habt, ob ich irgendwie so vielleicht andere Gratis-Ideen oder so reinbringen könnte. Oder vielleicht, wenn ich die einfach nur machen könnte. Wenn ich irgendwie so andere Ideen habe und ich möchte die gerne umsetzen, die gratis sind, auf jeden Fall schreibt gerne unten in die Kommentare und schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, ob ihr gerne Einrichtungsideen habt oder auch gerne vielleicht einfach nur andere Lifehacks in Tokaboka, die einfach gratis sind. Irgendwelche Bugs oder so, wo man irgendwie so irgendwo wieder rumhängen kann oder was man irgendwie noch alles benutzen kann. Also auf jeden Fall schreibt gerne unten in die Kommentare, was genau euch interessiert an den Gratis-Lifehacks. Und ich würde mal sagen, Leute, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!